Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal ganz entspannt den neuen Apple TV 4K aus und schauen uns an, was die neue Siri Remote so alles drauf hat. Viel Spaß! Ah, der Apple TV ist schon in einer seltsamen Lage bei Apple mittlerweile, oder? Weil auf der einen Seite ist er irgendwie ziemlich unnötig geworden, so. Man kann heutzutage kaum mehr ein Fernsehmodell kaufen, das kein AirPlay schon direkt mit eingebaut hat. Und das ist so in meinen Augen die wichtigste Funktionalität von dem Ding, zusammen natürlich mit Streamingdienste schauen. Aber welcher Fernseher hat das heutzutage nicht selber mit eingebaut, oder man holt sich halt irgendwie einen günstigeren TV-Stick oder so, der nicht gleich 200 Euro kostet. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein richtiges Komfortding. Also die Benutzeroberfläche vom Apple TV ist richtig entspannt. Ich nutze das Teil so gerne, um Musik zu hören, Fullscreen mir die Lyrics anzeigen zu lassen oder halt auch einfach mal hier und da eine kleine App auszuprobieren. Und da ist es für Apple sehr schwierig, irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, das ist unser neues Modell, das kann das jetzt alles Neues, jetzt geht es richtig nach vorne, weil dafür müssten sie schon sehr große Schritte wagen. Es gab in den letzten Jahren immer mal wieder Gerüchte, dass Apple vielleicht mal ein Apple TV rausbringt, der dann einen M1-Chip oder wie auch immer irgendwas krasses, kraftvolles Neues mit dabei hat, dass man das Ding mal so richtig für Gaming verwenden kann. Aber stattdessen haben wir jetzt einen neuen 4K Apple TV bekommen, bei dem sich eigentlich im Vergleich zum alten, ne, gar nicht mal so viel getan hat. Aber gut, ich würde sagen, wir packen das Ding erstmal aus und schauen uns an, was da jetzt so alles in der Verpackung drin ist. Lustig auch zu sehen hinten so, was Apple sagt, wofür man dieses Ding benutzen soll. App Store natürlich, klar, man hat alle Musikstreaming-Dienste, Videostreaming-Dienste und so weiter und so fort, alle verfügbar auf dieser Box, ist ja klar. AirPlay-Fähigkeit, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr angenehm, das mit dem Apple TV zu nutzen, aber viele Fernseher haben es mittlerweile und man kann halt seine HomePods oder AirPods damit verbinden, um die für Ton zu benutzen. Ja, ist ein Feature-Set, sage ich mal. Ob es jetzt ein großes ist oder nicht, das kann jeder dann für sich selber entscheiden. Aber gut, machen wir die Verpackung hier mal auf, heben den Deckel an und schauen uns mal an, was sich hier so alles drin befindet. Wir haben auf der einen Seite den Apple TV, auf der anderen die Fernbedienung. Ich pack das mal zur Seite, asozial wie ich bin. So, dann seht ihr hier nämlich mal den Unterschied zum alten Apple TV. Es ist nicht wirklich existent. Warte, ich muss hier noch die Folie abziehen. So, jetzt haben wir's. Ja, unten vielleicht auch noch. Das sieht genauso aus wie mein Alter, nur ohne Kratzer. Na, kann man eigentlich direkt so sagen. Selbst die Unterseite mit den Lüftungsschlitzen ist genau gleich, weil sich da einfach nicht wirklich was geändert hat. Es gibt eine Veränderung intern. Wir haben einen neuen Prozessor bekommen. Im alten Apple TV war der A10X drin, quasi die stärkere Variante vom A10, die es dann auch ins iPad geschafft hat. Und jetzt im neuen Apple TV haben wir den A12. Kein A13, kein A14, wir haben hier nochmal den A12 bekommen. Und das Interessante daran ist, dass der A12 im Vergleich zum A10X ein bisschen mehr CPU-Power hat, aber tatsächlich sogar ein spürbares Stückchen weniger GPU-Power. Also wenn man dieses Ding zum Zocken benutzen will, ist es vielleicht sogar echt ratsam, nochmal zu schauen, ob man irgendwo gebraucht oder so einen alten Apple TV bekommen kann, weil er nochmal ein bisschen mehr Performance in der Hinsicht wohl haben wird. Aber es gibt eine Sache, weswegen trotzdem Apple sich dazu entschlossen hat, den Chip zu ändern. Man kann jetzt 4K HDR-Inhalte mit noch mehr Bildern pro Sekunde darstellen beim neuen Apple TV. Okay, aber gut, wenn sich bei der Box selbst nichts getan hat, schauen wir doch lieber mal in die Verpackungsbox. Vielleicht finden wir da ja noch was Neues. Erstmal kurz der Vollständigkeit halber hier Zettel, Apple-Sticker und so weiter und so fort. Wir haben, oh nein, wir haben ein USB-A auf Lightning-Kabel. Wirklich, also, okay, es tut mir wirklich leid, aber ich muss es in aller Deutlichkeit sagen. Man gibt 200 Euro für diese Premium-Solution aus, ja? So, wenn man sich einen Fire-TV-Stick holt oder so, gut, man möchte es möglichst günstig halten, ist okay, wenn da vielleicht irgendwo Abstriche gemacht werden. Aber wenn man eine 200 Euro teure Streaming-Box anbietet und sie sogar refreshed, neu macht fürs Jahr 2021, kann ich mir nicht erklären, was dieses Kabel in der Verpackung soll. Wirklich. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere von euch, ich übertreibe.
Aber jetzt mal ernsthaft, der Apple TV hat ja nicht mal einen USB-A-Port oder so, wo das fit ist. Das wäre ja noch schlimmer. Aber versteht ihr, was ich meine? Wieso ist hier kein USB-C auf Lightning-Kabel drin, um die Fernbedienung aufzuladen? Wieso hat die neue Fernbedienung überhaupt Lightning? Können wir das nicht auch USB-C machen? Aber na gut, ich komme mal zur neuen Fernbedienung, heb die mal hier kurz raus. Hier drunter haben wir noch ein Stromkabel, ist jetzt nicht weiter interessant. Denn die neue Fernbedienung, bei der ist der ganze Bass, sage ich mal. Da passieren, glaube ich, wenigstens noch halbwegs so die spannenden Sachen. So, ich ziehe sie mal hier raus oder ich kann sie hier einfach mal rausleiden. Und ich sag euch direkt, wie es ist. Ich mag die. Die ist schick. Die ist echt gut. Ich bin gerade so sauer gewesen wegen dem USB-Kabel und direkt wieder versöhnt wegen der Fernbedienung. Ich zeige euch mal im Vergleich nochmal die alte, damit ihr das nochmal sehen könnt. Die ist deutlich dünner gewesen, ja, und hatte hier oben dieses Touchpad zum Benutzen. Ja, war immer eine flimsige Sache, hat man sehr oft verloren irgendwie in der Couchritze oder so, weil die da gut reingeht. Die neue liegt besser in der Hand und ich finde die auch hochwertiger, alleine weil sie nicht so Fingerabdrücke abbekommt. Seht ihr das hier bei meiner alten? Die ist hier unten echt voll geschmiert. Ja, mit der neuen wird das nicht passieren, weil die einfach komplett aus Aluminium ist. Unten, wie gesagt, der Lightning-Port und auf der Oberseite ein etwas größeres Fenster jetzt für die ganzen Funkangelegenheiten. Ansonsten sieht sie sich aber gerade von hinten noch verhältnismäßig ähnlich. Ist halt auch kantiger geworden, ne? Liegt jetzt so ein bisschen iPhone 12-mäßig in der Hand und wir haben ein bisschen eine andere Buttonverteilung. Na, also lauter, leiser haben wir nach wie vor dran. Play, Pause auch. Die Siri-Funktionalität, so dieser Siri-Knopf, der ist jetzt hier auf die Seite gewandert. Den muss man jetzt hier drücken. Finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Und dann haben wir hier noch Menü bzw. zurück und den Multitasking-Button. Ich glaube, dafür ist er da. I don't know. Und dann halt eben hier oben noch das Touchpad. Hier ist sogar noch ein Ausschalter. Auch nicht verkehrt, ja, um das Apple TV einzuschalten. Davor hat man einfach immer irgendwie einen Knopf gedrückt. Vielleicht kann man damit auch andere Sachen an- und ausmachen. Wäre eigentlich ganz nice. Aber ja, dieses Touchpad, das ist so der große Star der Show, denke ich. Denn beim alten Apple TV war das so, man musste immer hier drüber wischen, um das Menü zu bewegen. So, wisch, wisch, hier, hoch, runter. Und wenn man was auswählen wollte, dann klicken, weil das hier so wirklich so ein Trackpad ist, das wirklich runtergeht. Aber auch nicht hier irgendwie so über Taptic Engine. Das ist ein richtiger Knopf, den kann man richtig drücken. Und beim neuen Apple TV, beziehungsweise bei der neuen Fernbedienung, ist es jetzt so, dass man auf der einen Seite ein Steuerkreuz hat, wo man ganz normal links, rechts, hoch und runter drücken kann. In der Mitte einen Knopf zum Auswählen, aber man kann auch nach wie vor drüber wischen, wenn man das bevorzugt oder halt eben seinen Daumen im Kreis drehen, so wie früher bei den iPods. Finde ich eigentlich ganz nice gemacht. Aber auch bei der neuen Fernbedienung gibt es einige Punkte, bei denen ich sage, oh, da hätte sich Apple doch mehr Mühe geben können. Zum Beispiel bei den Bewegungssensoren, denn die gibt es einfach nicht mehr. Die sind weg. Die haben sie einfach rausgelassen. Ja, in der alten Apple TV Fernbedienung hatten wir noch ein Gyroskop und einen Accelerometer, sodass man quasi so Spiele auf dem Apple TV, Rennspiele oder so, auch über Bewegung zocken kann. Das geht mit der neuen Fernbedienung nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele von euch das jemals aktiv gemacht haben. Also ich zumindest nicht. Ich würde dann immer eher einen PlayStation oder Xbox Controller mit dem Apple TV verbinden. Aber wenn man einen PlayStation oder Xbox Controller hat, hat man eigentlich auch eine PlayStation oder Xbox, also zockt man im Normalfall lieber da, oder? Ja, ist irgendwie eine seltsame Entscheidung, das rauszunehmen. Und auf der anderen Seite, was ich auch noch komisch finde, wir haben hier kein Ultra-Wideband-Chip drin. Also keine AirTags-Funktionalität sozusagen. Und es wäre so obvious gewesen, es hätte so gut gepasst, wenn Apple gesagt hätte, so alle paar Jahre redesignen wir mal unsere Fernbedienung. Jetzt 2021 ist es wieder soweit und passend zu den neuen AirTags hat auch die neue Fernbedienung die Funktionalität, dass wenn ihr sie verlegt, dass ihr sie wiederfinden könnt. Weil mir geht es tatsächlich häufiger mal so, dass irgendwie dann die Fernbedienung in der Couchritze steckt oder ich die sonst irgendwo hingetragen habe aus Versehen und ich finde das Ding einfach nicht mehr. Und wenn man da einfach diesen Ultra-Wideband-Chip drin hätte, dann könnte man einen Pfeil anzeigen lassen auf seinem iPhone, wo diese Fernbedienung abgeblieben ist.
Aber nun ja, haben sie nicht gemacht. Verpasste Chance. Eine Sache, die mir aber tatsächlich gut gefällt an dieser Fernbedienung, ist, dass ihr sie nicht nur mit dem neuen Apple TV bekommt, sondern auch einzeln kaufen könnt, um sie auch mit älteren Apple TV Modellen zu verwenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen alten Apple TV 4K habt oder einen bisherigen Apple TV 4K und ihr denkt euch jetzt nicht, ja, für denselben Prozessor in ein bisschen anders will ich jetzt nochmal 200 Euro ausgeben, dann könnt ihr euch einfach die neue Fernbedienung holen und gut ist. Und die funktioniert sogar auch noch mit dem alten Apple TV HD, der auch immer noch verkauft wird. Ja, warum auch immer, zusammen mit der neuen Fernbedienung. Ist ganz, ganz, ganz strange. Aber naja, das ist halt die Situation. Ihr könnt das Ding einzeln kaufen. Aber gut, was machen wir denn jetzt hier mit dem neuen Apple TV? Ist irgendwie dasselbe in grün mit einer neuen Fernbedienung, oder? Also ich finde, Apple hätte sich hier deutlich mehr Mühe geben können, wenigstens ein A14. Oder ein USB-C-Kabel in die Verpackung. Ja, sie sagen so oft, oh, wir sind auf Umwelt aus und so. Jetzt nur noch USB-C-Kabel überall, damit ihr nur noch diesen einen USB-C-Ladebrick braucht und dann einem nagelneuen Apple TV USB-A-Kabel, ja. Und ein Prozessor, der grafisch sogar schlechter ist als der alte. Es ist alles irgendwie ein bisschen seltsam. Ne? Wenn man bisher einen Apple TV 4K kaufen wollte, dann kann man jetzt genauso gut den neuen kaufen. Ich glaube, es macht im Großen und Ganzen keinen Unterschied. Bekommt man halt 4K HDR mit noch mehr FPS und direkt die neue Fernbedienung dazu, die mir echt gut gefällt. Also desto mehr ich mir die anschaue, so, die liegt schon sehr gut in der Hand und sieht auch visuell stark aus. Aber ansonsten ist das nicht mehr. Schau mal, ich habe es jetzt sogar vertauscht. Das ist der neue Apple TV. Naja, egal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren oder via Bewertung freue ich mich natürlich auch wie immer sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.